Hey, ihr krassen Kaffeetassen, ich bin der Bruga und ihr seht hier Sekiro Shadows Die Twice. Und das sind die lieben Leute, die mich monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Ani Nakashima, Ani 1407, Hähnchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Blue Fire 486, Cindy H, Commander Game, Deklene 95, Dinok XX, Drake 93, Encore 90, Erosion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Caruso, Leon der Meddler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragoner X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Patrick 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Seguian Fantan, Simirizzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Starfox 1234543321, The Phoenix, Torf Erde, Troop 2222, TVD Mr. Wayne, Woodsley, X-Rock und ZX94. Ja, und da wir das jetzt haben, Leute, auch mit Facecam, Sekiro, Shadows Die Twice und mit Mods. Ich werde einen Shader nutzen, um die Grafik ein bisschen hübscher zu machen. Ich meine, die sieht immer noch gut aus, muss man mal sagen. Ich spiele es übrigens für PC auf dem Gamepad oder mit dem Gamepad auf PC. Und ich werde eine Kostüm-Mod benutzen für Sekiro, für den Wolf. Und das werde ich in die Beschreibung packen, hoffe ich doch, falls ich es nicht vergesse. Erinnert mich bitte nochmal dran, wenn es nicht so ist. Ja, und nochmal vielen lieben Dank an die Leute, die mich supporten monatlich. Es ist total geil, dass ihr mich unterstützt, gerade jetzt in den Monaten, wo es ein bisschen schwieriger ist mit der Werbung, weil da nicht so viel geschaltet wird. Aber ja, ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß. Ich werde die Parts jetzt immer so ein bisschen über, ja, was weiß ich, so eine Stunde, anderthalb, wie ich Bock habe. Weil es kommt ja bald Elden Ring und bis dahin möchte ich das Let's Play fertig haben. Dementsprechend werde ich vielleicht auch nicht unbedingt das letzte Ende zeigen, sondern vielleicht das schnellste Ende, was man erreichen kann. Ich weiß auch schon gar nicht mehr. Es ist schon ewig her. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. Sekiro Shadows Die Twice. In der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst ich mache für das Intro mal hier die Grafikeffekte aus, seht ihr? Das ist doch schon sehr knallig. Nicht gefeit. Ist der Krieg endlich vorbei? Land zu beherrschen. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Nun sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf?
Ja, und jetzt mit Facecam wieder und ich werde die Grafikeffekte gleich aktivieren, aber in den Videosequenzen. 20 Jahre nach Ishins Coup stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Ich habe es übrigens im Original in Japanisch gespielt damals, mit allen Enden. Also wenn ihr das alte Let's Play nochmal gucken möchtet, fände ich auch sehr cool. Ich wollte eigentlich erst Bloodborne nochmal spielen, aber da kommt jetzt Ende Januar ja die D-Make-Version raus und irgendwann ja auch die PC-Version. Da werde ich Bloodborne nochmal auf dem PC spielen, weil Sekiro habe ich einmal durch. Ja, es ist ein Replay, habt ihr vielleicht gemerkt. Ich mache mal die Effekte an, seht mal, es ist alles viel fancier. Seht mal, so ist es ein bisschen grau. Shinobi. Wir spielen es bunt, Leute. Öffnet eure Augen. Zum Wohle eures Herrn. Also ich mal die Klamotten an. Die sind neu, wie gesagt, mit der Mod. Sieht Hammer aus. Mit dem Dämonen hinten drauf. Alles schon sehr schick. Oh, warte mal. X ist da. Ja, ich dachte, ich habe die Playstation-Knöpfe an. Ein Brief, der in den Brunnen geworfen wurde. Kuros Wolf. Euer Schicksal erwartet euch im Mondblickturm. Dann kommt aus dem Brunnen und findet den im Mondlicht getauchten Turm. Auch ohne Klinge könnt ihr ihn erreichen. Seid lautlos, seid aufmerksam. Kann ich schleichen? Wie kann ich denn mal sprinten? Maschina! Da kann ich übrigens abkürzen. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Nicht so aus. Jetzt habe ich meinen Lebenswillen verloren. Der Mond strahlt heute Nacht hell auf den Mondblickturm herab. Wahrscheinlich ließ der göttliche Erbe wieder in seinem Licht. Wahrscheinlich. Aber ein Kind einzusperren, mir tut der Junge leid. Mir auch. Aber Genichiro-sama wird seine Gründe haben. Ich werde mal gucken, wie viel ich mitnehmen kann, Leute, weil wie gesagt, Elden Ring ist nur der Aufhänger dafür, dass ich das hier spiele. Oder das hier ist der Aufhänger für Elden Ring, sagen wir es mal so. Denn darauf bin ich schon ganz besonders wild. So. Also freut euch vielleicht auf ein zweites Mal hier, Sekiro. Ich freue mich definitiv. Oh. Wäre ich beinahe runtergefallen. So. Wie gesagt, ist alles ein bisschen bunter. Das Kostüm ist anders. Aber sonst ist es dasselbe Spiel, keine Sorge. Und das ist der Deutschspieler natürlich, ist anders als im Gegensatz zum... Ich bin froh, dass du hier bist. ...ersten Let's Play. Aber... Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien, mein Herr. Also dann... Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben
in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Ja, yeah, Kusabi Maru, ein Katana erhalten von Kuro, dem göttlichen Erben. Es ist ein Familienerbstück der Hirata-Familie, einem jüngeren Zweig Ashinas. Es galt einst als vergessen, ist dann jedoch in den Besitz des Wolfs zurückgekehrt. Der Name Kusabi Maru vermittelt, die Aufgabe eines Shinobi ist zu töten, doch selbst ein Shinobi darf nicht als das Mitgefühl verlieren. Ein Mantra, das die Klinge selbst manifestieren kann. So, jetzt habe ich mir erstmal hier oben noch ein paar Items, beziehungsweise ein Item. Kügelchen! Da. Bin ja immer noch verletzt. Treuer Wolf, du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Es ist echt ein bisschen bunt, ne, hier. Aber ohne, finde ich, sieht es auch ein bisschen farblos aus. Eine Kürbisflasche mit Medizin, die Vitalität wiederherstellt. Rasten füllt die Kürbisflasche wieder auf. Sommer. Nun dann, warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke? Über dem Burggraben gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Wolf, hast du etwas für mich? Nimm das Amulett. Das ist für euch, Kuro-sama. Es ist aus jener Zeit. Dann hast du es also bemerkt. Ich bitte euch, dies für mich zu verwahren, Kuro-sama. Aber dieses Amulett hat dich die ganze Zeit geschützt und dein Leiden erträglich gemacht. Du sollst nicht mehr leiden, als du es ohnehin schon getan hast. Daher bitte ich dich, es in deinem Besitz zu belassen. Verstanden. Ich werde es noch etwas behalten. Ja, bitte tu das. Es beruhigt mich, es in deinem Besitz zu wissen. Ja. Und jetzt habe ich noch die Kürbisflasche, die kann ich jetzt schnell Objekt, mache ich mal. Aber das werde ich nicht benutzen, weil ich muss mich erstmal kurz killen. Huch. Warum mache ich das? Ja, dass ich wieder volle Lebensenergie habe. Natürlich. Geht ein bisschen schneller. Jetzt schreibt mich gerade wieder jemand an. Warum könnt ihr nicht warten, dass ich mal nicht aufnehme? So. Alles klar, los geht die Reise, Leute. Brauche ich alles nicht hier. Stirb. Aber ich kann vielleicht ein bisschen die Farbe runternehmen. Geht das? Audio und Grafik. Kann ich die Farbe, Helligkeit? Nee. Ist egal. Wir lassen es so. Es sieht halt schön bunt aus, finde ich. Sieht aber auch nicht schlecht, oder? Oh, das knallt so schön laut hier. Geil, wie sie alle saften. Ah ja, du Sau. Hey. Mal kurz was trinken. Da ist er tot. Ah. Oh,
Und ich habe Kügelchen bekommen. Noch mehr Kügelchen. Aber hier, Handvoll Asche. Oh, was war das denn? So, ich mach das im Schnelldurchlauf mal ein bisschen, wenn ich es hinkriege. Ach, hier unten nicht noch was? Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht mal, ob hier noch was lag. Ich glaube, hier lagen noch Kügelchen irgendwo. Nee. Ich gehe einfach hier runter, das geht schneller, glaube ich. Also wenn ich jetzt ganz außen rumlatsche. Oh, warte mal, da oben. Ah. Ich habe mir noch die Gegenstände. Hoppsala. Seht ihr nicht die kleinen Arschgeigen irgendwo? Denn da. Aber ich komme jetzt gar nicht mehr hier rauf, ne? Hey. Das sind die Echsen. Kleine Salamander sind das. Aber komme ich jetzt wieder hier rauf? Ach hier. Ja, ich mache wieder Unsinn. Hallo? Jetzt. Ich will einfach nur den Gegenstand haben. Du kennst doch den geheimen Durchgang am Grund des Grabens unter der Brücke. Wir haben Befehl erhalten, ihn zu bewachen. Die Sicherheitsmaßnahmen werden immer strenger. Bald werden wir Krieg haben. Was war wieder zum Friseur? Ich sehe wieder aus. So. Die kleinen Scheiße abstechen. Ach, noch mehr Kügelchen. Alles gut. So, und hier ist der Ausgang. Jetzt rufe ich erstmal Kudo. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Ich finde das so schön. Also ich finde es auf Japanisch besser, aber in Deutsch ist es auch ganz nett. Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Kurosama. Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. War ich etwa nicht gehorsam die ganze Zeit? Sieht so schön aus hier mit dem Pampasgras. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an Ghost of Tsushima. Ich liebe dieses Spiel einfach. Schade, dass das Addon so kurz war. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich... Danke. Überlass das mir. Ich sag mal so, man kann Genichiro besiegen das erste Mal. Aber ich werde es nicht schaffen. Der edle Shinobi steht uns also im Weg.
Du stehst vor. Genieß. Ist egal. Autschi. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten. Der göttliche Erbe kommt mit mir. Was ist das? Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Ah, diese Füße. Shinobi-Prothese, der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Ich wurde übrigens auch schon gefragt wegen God of War, ob ich das weiterspielen will. Ich hab's ja nur angezockt. Ja, werde ich machen, wenn ungefähr bekannt ist, wann Ragnarök rauskommt. Also, ich werde es dann direkt davor spielen. Das macht für mich mehr Sinn, als wenn ich jetzt spiele und es kommt irgendwann Ende des Jahres. Versteht ihr? Ja, frag mal auf meinem neuen Arm. Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt.
Geh jetzt. Ja, besser als gar keinen Arm zu haben, ne? Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes. Und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Und die Shinobi-Prothese jetzt nochmal als Menüpunkt. Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen. Diese Art von Dingen. So, jetzt gehen wir uns erstmal hier umgucken. Ich meine, ihr kennt es ja schon vielleicht, ne, das Spiel. Haben wir hier leichter Geldbeutel. Ja, ich muss mal wieder reinkommen erst. Das ist gar nicht so leicht jetzt mit dem Parieren wieder. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, Relikte. Shinobi können Schatten ihrer vergangenen Taten hinterlassen, sogenannte Relikte. Das ist, glaube ich, neu, aber ich habe es ausgestellt, den Online-Modus. Und Kügelchen. Ja, die Person kommt jetzt später erst. Ich glaube, ich muss mich erstmal hinsetzen, oder? Aber mit ihm werde ich nicht reden, das ist Quatsch. Ich werde es kurz halten, ich werde nicht alles nochmal machen, aber ihr habt ja gesehen, ich werde auch trotzdem weiter mit den Leuten quatschen. Ja gut, dann komme ich später nochmal zurück zu der Person hier. Und hier mit LT können wir den Greifhaken nutzen. Zack. Aha, ich finde das so cool. Oh. So. Das Ashina-Umland. Ja. Das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß, das nochmal zu spielen, glaube ich. Vor allem für mich. Und ein Ungo-Confake. Das ist, glaube ich, zur Verteidigung, oder? Vitalitätsschaden wird gesenkt. Ja, gut. So, und die kann ich mit X aufnehmen. Das Geld. Am Staubsauger in der Prothese eingebaut. Ja, der hat mich jetzt eigentlich nicht gesehen. Und Keramiksplitter haben wir auch noch zum Ablenken. So. Wie gut das funktioniert mit so einer Prothese, oder? Oh,
ja. Ja, schon hatten wir doch schon. Let's. Oh. Da hinten ist noch ein Ding zum Rasten. Ausrasten, so richtig. Und hier gibt's dann den Wurfstern. Ja, ja. Kannst du mal da rauf, bitte? So, wir gehen mal zurück. Ashina Umland zum Maroden Tempel. Jetzt werde ich mir erstmal die Prothese anpassen lassen. Ja. So, wie gesagt, ich werde immer so eine Stunde machen, also keine Angst, es wird ein Longplay. Let's play Longplay. Bevor ich mit ihr rede, rede ich erstmal mit dem Bildhauer. Wir lassen die Dame erstmal stehen. Ich habe etwas gefunden. Ein Shinobi-Modul? Ja. Ich habe dir bereits erzählt, dass deine Prothese ein Fangzahn ist. Und durch den Einbau von passenden Shinobi-Modulen in deinen Arm kannst du die Form dieses Zahns verändern. Oi. Feste Schilde? Mach Kleinholz aus ihnen. Flinke Gegner? Erledige sie aus der Ferne. Je mehr Module du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, deine Feinde zu besiegen. Wenn jemand erledigt werden muss, gibt es dafür auch das passende Modul. So einfach ist das. Anscheinend wisst ihr eine Menge über die Prothese. Ich sollte mich beruhigen. Je länger ich von Blut spreche, desto dämonischer werden meine Skulpturen. Gib her. Ich baue das Modul für dich ein. Bisschen gruselig, der Typ, ne? Ja. So. Da haben wir es doch. Ah. Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha dort drüben, stell mit ihm nichts Komisches an. Sag ihn. Ja, Prothesenmenü, Ausrüstungsmenü, Prothesenmodul. Und mit Y kann ich das Modul wechseln. So. Wir hatten einen Wurfstern. Aber ich habe leider keine von diesen Figürchen dafür. Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ach, ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja. Sie war für Kurosama gedacht. Aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen? Ja. Aus den Kürbissamen fließt Heilwasser. Kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja. Das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Ist ihr Job? Wiedersehen. Ich meine, sie... Ach, die Geisterblumen, ja. Ich meine, sie ist ja Medizinerin. Klar, dass sie gucken muss. So. Mal gucken, wie lange ich brauche. Also, ich habe beim Original...
Beim Original-Let's Play habe ich, glaube ich, 30 Stunden oder so. Ich denke aber, das werde ich hier auf jeden Fall unterbieten. Habe ich aber auch alles gemacht beim Original-Let's Play. Oh. Upsi. Vorsicht. Darf mich nicht sehen. Oh shit, das war ein bisschen laut. Oh. Eine Gebetsperle und ein Kürbissamen. Sag mal Gott, ist dein Geld auf. Und weil es nicht unbedingt geschickt war, nicht gut von mir, aber ich habe es geschafft. Deswegen werde ich mal gleich zurück und hol mir mal den nächsten Kürbissamen. Das ist die Flasche. Oh, der Gockel. Die sind ganz schön feist und fies, deswegen gehe ich mal lieber weg hier. Was? Körpermerkmale? Ja, ja. Ist ja gut jetzt, machen wir langsam. Blöder Gockel. Ja, das war der erste oder der zweite Miniboss, aber die sind jetzt nicht besonders schwer. Muss mal gucken, ob ich aufnehme, weil ich habe jetzt gar nicht so im Kopf, weil meine Festplatte voll ist. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Sind das Kürbissamen? Ja. Bringt sie her. Legt die Samen in die Kürbisflasche. Perfekt. Jetzt erhöht sich die Menge des Heilwassers in eurer Kürbisflasche. Sehr gut. Welch seltsame Medizin. Ist es seltsam? Ich verüble es euch nicht. Wenn es effektiv ist, ist es ein Grund zum Feiern. Ob seltsam oder nicht. So hat mein Mentor Dogen es mich gelehrt. Ich verstehe. Bitte bringt mir weitere Kürbissamen, solltet ihr welche finden. Ich müsste die Menge an Heilwasser damit weiter steigern können. Wiedersehen. Wiedersehen. Das ist ein bisschen mystisch, aber auch gleichzeitig ein bisschen bedrohlich sogar fast an, würde ich fast sagen. So. Naja, egal. Egal, egal. Emma ist eine gute, finde ich zumindest. Aber ich will nicht spoilern für die, die das Spiel noch nicht so kennen. Ich zeige mir rauf. Ich werde mal den Gockel erledigen hier. Abstechen. Hey.
War ganz leise und heimlich. Die Münze mit meinem Staubsauger aufsaugen. Der Dicke. Da ist der Dicke. Die sind teilweise echt gigantisch groß, diese Typen, ne? Wollte ich einfach weghauen und dann schießt er mich immer fett an hier. Oder ein Bibelballon des Reichtums. Da kann man später farmen gehen, will ich jetzt aber nicht machen. Wie gesagt, später vielleicht. Cheating-Konfekt. Auch sehr gut. Kostet eine Menge Lebensenergie, fällt mir gerade auf. Sag mal, ging es ja nicht irgendwie noch ein bisschen besser weg? Nee. Irgendwo sind ja auch immer noch Secrets versteckt, aber. Oh, den mit der Kanone, den will ich jetzt nicht reizen. Widerlicher Kerl. Schwarze Schießpulver. Können zwar nicht so viel die Kerle, aber wenn man einmal von der Kanone erwischt wird, tut das sehr, sehr weh. Aber für was war das schwarze Schießpulver nochmal? Die Betskelle Kudos Halskette hier. Das Amulett hat den. Hier, warte mal. Rohstoffe. Prothesenmodul, Verbesserung, einschließlich. Ah, genau. Mit Schießpulver und okkulte Mächte. Ich verstehe. Wie sind alles ein bisschen länger her jetzt? Lass mich da erstmal wieder reinfinden. Das ist wieder so ein Gockel. Immer auf widerliche Gestalten hier, diese Gockel. So, ich habe meinen ersten Punkt übrigens voll. Wir rasten mal. Ist der Gockel aber auch wieder da? Let's. Ach, die roten Dinger waren Erinnerungen, genau. Das so. Ach, da unten ist der Dieb. Ah, warte mal. Es kommen wieder Erinnerungen zurück bei mir. Du musst immer als erstes dran glauben. Liegt noch was? War der gerade am Hinschiffen hier? Sah so aus, ne? Yep, und!
Hoppala. Da konnte ich gar nicht rein. Das war hier. Das. Egal. Ich hab schon wieder Sachen vergessen. Ich kenne euch. Ah! Ihr seid der edle Shinobi. Ich habe euch seit dieser Nacht nicht mehr gesehen. Jene Nacht? Welche Nacht? Hm? Erinnert ihr euch nicht? Nein. Verstehe. Ihr entsinnt euch nicht. Hört zu, mein Herr. Wir beide sind uns schon einmal begegnet. Damals war ich noch ein Dieb. Aber diese Tage sind vorbei. Jetzt bin ich ein aufrichtiger Händler. Das einzige Problem ist, ich bin pleite. Und wenn man pleite ist, kann man nichts verkaufen. Würdet ihr mir also vielleicht ein paar Münzen borgen, damit ich mein Geschäft ankurbeln kann? Ich werde etwas für euch Nützliches bevorraten. Und als kleines Dankeschön berichte ich euch von dieser Nacht. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Hier sind ein paar Münzen. Danke, werter Herr. Jetzt rede. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. In dieser Nacht brach meine Bande in das Hirata-Anwesen ein. Wie ihr wisst, gehört die Hirata-Familie zu Ashina. Im Normalfall verspeist sie Diebe wie uns zum Frühstück. Wir brachen zufälligerweise während eines Kampfes ein. Fast alle jungen Samurai hatten das Haus verlassen. Das war eine großartige Gelegenheit. Dann entzündeten wir ein Feuer und räumten alles aus. Genau da habe ich euch getroffen. Ihr wart auf der Suche nach etwas. Zumindest sah es für mich danach aus. Mehr weiß ich auch nicht mehr von jener Nacht. Ich verstehe. Ja, genau dieser Blick, den ihr gerade macht, den hattet ihr auch in dieser Nacht. Sucht ihr noch immer etwas? Hört zu, mein Herr. Für ein bisschen Geld könnte ich euch noch ein paar Dinge erzählen, die sich als nützlich erweisen könnten. Gegen Bezahlung. Ich bin nun mal ein Händler. Ja, ja. Ich möchte Informationen kaufen. Vielen Dank für die Zuwendung. Da ihr ein Shinobi seid, gebe ich euch ein paar Informationen über Shinobi-Module. Ich bitte darum. Ich habe dieses Rohr gesehen. Ein Rohr, aus dem Feuer geschossen wird. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, schnappte es sich einer meiner Kumpel. Das ist das Geräusch, wenn das Feuer herausschießt. Lammelauf-Memo. Lukrative Information Nummer 36. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, fand mir ein Lauf, der Flammen spuckte. Die Jungs haben damit ein Lagerfeuer entfacht und einen über den Durst getrunken. Das war sicher eine Art Shinobi-Modul. Ein feuerspeiendes Rohr im Hirata-Anwesen. Das merke ich mir. Ist klar. Dieser Mann war aus Hirata. Ich muss meinen Respekt erweisen. Kuro-sama. Emma-sama. Gibt es andere Hirata-Überlebende? Es gibt nicht mehr viele von uns. Ich verstehe. Das tut mir leid. Es wird immer jene geben, die das Drachenerbe suchen. Das war ihr Schicksal. Wegen meiner Verfolger. Ich wollte sie nicht hineinziehen. Wird noch was? Nee. Okay, ich weiß schon gar nicht mehr. Hat eigentlich Sprinten was gebracht? Upsi. Warte mal, damit schneller irgendwo. Ich fühle mich nicht sicher, wenn dieser ganze Bastard gleich mir ich weiß nicht, dass es am Leben noch so gut begonnen hat. Wenn es das nicht ist, dann ist es in der Feuer. Dann ist es in der Proklamation. Proklamationen? Was für ein Witz. Ashina hat eine seltsame Art, sich auf den Krieg vorzubereiten. Ja. Ich
ist ganz schön flink. Treuer Wolf, nimm mein Blut und lebe wieder. Heftig, dieser Typ, ne? Ich wollte also um ihn rum, aber irgendwie ging das nicht. Ja, dieser Scheißer. Der ist echt fies, der Riese. Ich kann ihn am besten mit Feuer besiegen, aber ich glaube, ich werde ihn auch so schaffen. Geht das? Schiene mit Medizin. So, warte. Die Heilung von Erholungsobjekten erhöht. Das ist doch fein. Schiene mit Medizin Rang 1. Haben wir gelernt. Mit seiner Predator-Maske hier, der Arsch. Und noch ein Mibo-Ballon des Reichtums. So, jetzt kommen wir hier oben weiter. Und erstmal ein Nachtschwalben-Fernrohr. Damit kann ich jetzt in die Ferne gucken, wie es der Name schon sagt. Und hier kann man übrigens einen erheblichen Teil des Spiels skippen, indem man einfach... Naja, werdet sehen. Ich guck mal, ob ich es hinkriege. Ist ein bisschen schwer, aber... Wird schon. Hier kann man nämlich die Tür später öffnen. Jetzt allerdings noch nicht. Aber ich glaube, wenn ich hier... richtig abspringe. Ah, oh, fast. Aber ihr seht, man kann hier auf jeden Fall skippen. Man kann das ganze Areal hier einfach mal umgehen, wenn man das hier hinkriegt, richtig? Oh, shit. Nochmal. Egal, auf jeden Fall kann man es hier umgehen, wenn man gut ist. Nicht so wie ich. Das lasse ich jetzt mal weg hier, das Skippen. Können wir erst nochmal ein Kürbischen. Upsi. Hallo? Da. Gehen wir nochmal zu Emma. Ich habe zwei Perlen. Na gut, ich brauche noch ein bisschen was. Geistembleme kaufen brauche ich auch nicht. Tempel ist ja auch ein wichtiger Ort. Ja, wie geht's euch? Habt ihr wieder Blut geleckt? Ich auf jeden Fall. Es ist, macht so Bock, ne? Direkt wieder der ganze Kram hier. Schön. Schönes Ding. Ich sah... Ja? Ich sah euch und Kurosama
In einer Vision. Vision? Ja. Wo befindet sich Kurosama im Moment? Er wird in der Nähe der Ashina-Burg gefangen gehalten. Leider ist das Tor zur Burg verschlossen. Ich verstehe. Ja. Und was? Ich bin gestorben. Ja. Dann habe ich die Stimme des göttlichen Erben gehört. Und plötzlich war ich wieder lebendig. Ihr seid also gestorben. Und lebt jetzt wieder. Das heißt also, es hat etwas mit Auferstehung zu tun. Auferstehung? Kurosama. Man sagt, das sei die Macht des Drachenerbes, des göttlichen Erben. Wer die Macht der Auferstehung erhält, wird nach dem Tod wiederbelebt. Immer wieder. Unmöglich. Ja. Unmöglich. Es ist ziemlich seltsam. Und dennoch geschieht es hier und jetzt. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr Veränderungen bemerkt. Ich glaube, dass die Macht der Auferstehung einen Preis hat. Kann ich jetzt bitte... Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich will dir nochmal quatschen, Alter. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Bin sogar ziemlich klein. Das. Shinobi Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriff in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind in Samurai nicht möglich. Was ist das? Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Mal gucken, ich werde mal vielleicht, ja, Esoterik-Text, Kampfstil und so weiter. So, kann ich dann verwenden, um zu skillen. Das Schwert ist, glaube ich, übrigens auch ein bisschen gemoddet. Das ist so violett, die Klinge ein bisschen. Aber ich habe gesehen, es gibt noch eine Mondlichtklinge. Das ist dann wie in Dark Souls eben sehr mondlichtig, das Schwert. So, Fähigkeiten erwerben wurde über das Menü freigeschaltet. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Fähigkeitenerwerb. Drei Arten von Fähigkeiten. Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Wir haben einmal der Wirbelwind-Hieb. Aber das hier will ich. Das, da brauche ich noch ein bisschen für, weil das hier ist das Wichtigste überhaupt. Oder nee, warte mal, es ist gar nicht. Das sieht, sehen alle gleich aus. Man muss die erstmal freischalten. Ach hier, Mikiri-Konter. Das ist der Wichtigste überhaupt, Leute, der Mikiri-Konter. Warum werdet ihr noch sehen? Ist echt super wichtig. So, gehen wir nochmal zur Treppe. Und wir machen noch einen Miniboss. Komm, einen machen wir noch mit. Dann sind wir schon echt weit für den Part. Ich glaube, ich werde es so in 20 maximal durchhaben, oder? Hoffe ich. Soll sich jetzt nicht irgendwie ein bisschen abgehoben, eitel anhören, sondern ich denke mal, dann sind wir echt durch, weil so lang ist es ja auch nicht. Ja, ich bräuchte noch ein paar Punkte, dann kann ich es euch zeigen, den Mikiri-Konter. Der ist nämlich besonders gut für Stichattacken, weil Speergegner machen ja meistens Stichattacken. Mal gucken. Guck mal, die Vignette, man sieht daran echt schön, dass man gerade stealtht. Boah. Du dummes Schwein. Da ist schon der Mini-Boss.
dumme Sau. Da habe ich weggeballert. Ich wollte den Miniboss eigentlich noch machen. Aber die schon wieder überall entdeckt. Was? Schatzkarpfen? Ja, ja, die kommen später. Oh ja, die kommen echt später noch. Yep. Muss echt mal wieder langsam reinkommen hier. Es ist nicht so leicht. Sterben! So. Kann auch hier lang gehen übrigens. Schleichen. Und mir erstmal das Schwein hier. Weil der trommelt dann die ganze Zeit und macht Alarm. Und noch eine Gebetsperle. So gehört sich das. Jetzt sind sie alle tot, oder? Oh ne, da lebt ja noch einer. Hallo, du hast dich die ganze Zeit hier zurückgehalten, das Ding's mitgekriegt. Ah. Reicht das für ein Level Up? Ja, reicht für Level Up. Eisenschrott. Gut. Das reicht. Jetzt kann ich den Mikiri-Konter. Ihr werdet sehen, der ist super, super nützlich. Und göttliches Konfetti. Das ist sehr, sehr wichtig später. Das ist nämlich ein fetter, fetter Damage-Boost. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Ja, hier gibt es nämlich noch einen geheimen Spot, da gehe ich aber später erst hin. Deswegen glaube ich erstmal den regulären Weg weiter. Zur Festung von Ashina. Das wird nämlich auch ein Spaß, sage ich euch. Wir können nicht über die Brücke drüber, die ist leider weg, aber es gibt noch eine Alternativroute. Hier runter nämlich. Und da werde ich jetzt als das auch mal rasten. Richtig schön ausrasten und den Part beenden. Der geht nämlich schon über eine Stunde, Leute. Wenn es euch gefällt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Schreibt mir was Nettes. Und ich hole mir jetzt erstmal den Mikiri-Konter. Der ist super, super wichtig. Und hier sieht man B, wenn ein feindlicher Stoßangriff trifft, Mikiri-Konter trifft auf das Schwert des Gegners, um einen Stoß wirkungslos zu machen und eine große Menge Schaden gegen die Haltung zu bewirken. Haltungsschaden, wie ihr wisst, ist sehr wichtig, dass wir Gegner mit einem Treffer erledigen können. Rennen und gleiten. Okay. Ja, Rutsche außer Sichtweite. Und hier die Präsenzunterdrückung. Ja, verringert die Wahrnehmung von Feinden, wenn ich verborgen bin. Alles klar, Leute. Ich danke euch sehr. Daumen nach oben und einen netten Kommi schreiben. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns wieder zu Sekiro Shadows Die Twice. Ciao.